Was ist denn dein Lieblingsbösewicht in einer Serie und warum? Mein Lieblingsbösewicht, also ich weiß nicht, ob man es Bösewicht bezeichnen kann, aber Barney bei How I Met Your Mother ist ja an sich jetzt nicht so der Bösewicht, aber immer so eher der, ja, der nicht fiesere, aber so ein bisschen Charakter, den jetzt vielleicht die Frauen zum Beispiel nicht so gerne mögen. Auf Super RTL, ich fand eine Serie Duck Green Duck, da gab es immer so einen komischen Typ, der immer irgendwas mit Strom gemacht hat und der war auch einfach witzig und bisschen komisch und den fand ich einfach geil. Joe Gerner von GZSZ war schon immer böse, wird immer böse bleiben, obwohl er auch menschliche Seiten hat, aber tief im Inneren ist er trotzdem böse und deshalb ist es mein Bösewicht Nummer 1. Früher fand ich immer Cole total cool bei Charmed, der mit Phoebe da am Rummachen war, aber das ist gerade, glaube ich, der einzige Bösewicht, der mir so einfällt. Ja, den fand ich ganz cool auf jeden Fall. Lieblingsbösewicht aus einer Serie, also die meisten, die ich gucke, sind Sitcoms, da gibt es überhaupt keine wirklichen Bösewichter. Bei Doctor's Diaries Mark Meyer, weil er ist ja eigentlich auch ein Bösewicht.